Ich bin's, ein unglaublich großer Leon Marcher-Fan. Ich finde ihn toll. Oh, ich würde so gerne sein Album kaufen. Mal schnell auf Amazon gehen und mir dieses Album kaufen. Oh, da ist es ja. Ich würde nur gerne wissen, ob es auch wirklich gut ist. Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher. Mal gucken. Es gibt ja eine Bewertungsfunktion. Mal gucken, was andere Leute da so reingeschrieben haben. Bestimmt nur tolle Sachen, weil dieses Album ist auch toll. Wie Leon. Yay! Wenn ich die Wahl hätte, mir nochmal einen Leon M. Song anzuhören oder mich selbst auszupeitschen, ich würde die zweite Alternative wählen. Ist das nicht ungefähr das Gleiche? Also so einen großen Unterschied gibt's ja jetzt nicht. Qualitativ eine sehr schlechte Box. Kauft euch für 20 Euro lieber 4 Schachteln Zigaretten und bekommt Krebs, statt diese Musik zu hören oder kaufen oder... Ist das nicht auch das... Entschuldigung. Ja, Leon Marchers Album, Lungenkrebs, schwierige Entscheidung. Ich meine, Zigaretten, die verbrennt man ja eigentlich nur, also verbrennt man quasi Geld. Aber bei Leon ist das... Aber es gibt bestimmt auch gute Rezensionen. Sowas wie das zum Beispiel. Eines der schlechtesten Alben der Weltgeschichte. Da höre ich lieber das Geschrei meines Babys an, wobei ich sagen muss, eins kann er, und zwar... nicht singen. Wow, Leon, du hast es geschafft. Du bist mit deinem Album in die Geschichte eingegangen. Eines der schlechtesten Alben der Weltgeschichte. Ich habe übrigens mal gehört, dass Babygeschrei das unangenehmste Geräusch fürs menschliche Ohr ist. Direkt nach Knochenbrechen und wenn jemand kotzt. Scheinbar ist Leons Album noch schlimmer für diesen Menschen. Kann ich natürlich nicht nachvollziehen. Also völlig aus der Luft gegriffen. Aber immerhin, er kann doch was. Nicht singen, ja, okay. Wenn ihr gute Musik erwartet, könnt ihr genauso gut an den Weihnachtsmarkt... Moment, was? Kein... Es lohnt sich nicht mal, seinen Speicherplatz damit zu vermüllen, wenn man es illegal runterlädt. Spendet lieber das Geld oder verbrennt es. Habt ihr mehr davon? Hey, Moment. Dann spendet es lieber, aber nicht verbrennen. Aber das mit dem Weihnachtsmarkt, das kann doch gar nicht stimmen. Den muss es doch... geben. Habe das Album für meinen Sohn gekauft. Mein Beileid. Der ein Fan seines YouTube-Kanals war. Mein Beileid. Betonung lag auf wahr. Ich habe ihm die CD wieder weggenommen und in den Müll befördert. Eine absolute Frechheit, was sich heutzutage so alles Musiker nennt. Finger weg. Ja, so muss gute Erziehung aussehen. Man muss das Kind auch vor den Gefahren der Welt schützen. Finde ich auf jeden Fall gut, dass die Eltern hier so wachsam waren. Super Brennstoff. Eignet sich super für den Kamin. An alle, die ein warmes Zuhause haben wollen. Zuschlagen. PS 5 Sterne für das Brennmaterial. Und da soll noch mal einer sagen, das Album ist scheiße. Hier steht's doch voll geeignet, super, zuschlagen. Gut, ich habe jetzt keinen Kamin, aber zum Grillen oder so. Direkt 3 bestellen. Selbstmord. Ich habe in das Album reingehört und habe Suizidgedanken bekommen. Der glatte Untergang für die Musikbranche. Das Geld keinen Cent wert. Bitte boykottiert diesen Typen bei seinen Videos. Immer Adblocker benutzen. Und damit hat Amazon nun einen Kunden weniger, denn schließlich hat er es nicht mal bis zu Track 5 geschafft. Aber kein Problem, neue Leon Marcher-Fans kommen natürlich nach. Der Typ hat doch einen an der Waffel. Die Musik ist grauenvoll. Finger weg. King of Prank? Ja, King of Krank. Lachsmiley. Vielleicht ist das einfach nur Leon Marchers größter Prank. Ich meine, das ist nicht mal unrealistisch bei diesem Album. Aber da der Typ mit seinem an der Waffel klingt, als wäre der 60, ist es erstaunlich, dass selbst diese Menschen davon erreicht werden und es auch scheiße finden. Leon Marcher bringt einfach Generationen zusammen. Sehr, sehr schlecht. Habe eine unsignierte Autogrammkarte vorgefunden. Da hat sich der Ersteller Arbeit gespart. Es steht ja noch vorne drauf, exklusive signierte Autogrammkarte. Und das, liebe Kinder, ist kein Einzelfall. Der Manuel hat ebenfalls eine Box bestellt und hat ebenfalls eine nicht signierte, exklusiv signierte Autogrammkarte. Ja, ich glaube, sie wissen nicht unbedingt, was diese Worte bedeuten. Aber warum auch die Arbeit machen? Ich meine, dieses ganze Geschreibe und Schreiben überhaupt. Wie hält man einen Stift? Leon Marcher war sich zu faul, die exklusiv signierte Autogrammkarte zu unterschreiben. Damit wird vorne auf der Box geworben. Und er hat es nicht gemacht. Bestimmt hat er Bauchschmerzen und konnte es nicht machen, weil er krank war. Oder Zahnarzttermin, Oma Geburtstag. Top 1 bei den schlechtesten Alben der Welt. Wie kann man nur sowas auf den Markt bringen? Erstmal durch YouTube berühmt werden und dann Musik machen. Was ein Spaß. Ist das von Lion Ape Cry? Nee, ist doch von Leon. Ja, was soll man dem hinzufügen? Voll die Spasten, die durch YouTube berühmt werden und dann Musik rausbringen. Hype gibt's übrigens immer noch zum Download. Jetzt zuschlagen. Woo! Ja, aber das hat nichts gekostet. Ein Meilenstein der Musikgeschichte.
Finger weg! Liebe Kinder unter 12, also 80% der Leon Mascher Zielgruppe, bitte kauft euch dieses Album nicht. Leon ist ein talentfreier YouTuber, den man nicht als Vorbild nehmen sollte. Er kann nicht rappen und Texte schreiben, leider auch nicht. Das war's mit der Sendung mit der Maus. Und jetzt, liebe Kinder, kommt Löwenzahn. Tschüss. Dankeschön, Leon. Dank dir gibt es Ohrenkrebs. So ein Album kann man sich nicht mal auf Drogen geben. Wundert mich, dass so etwas jemand kauft. Hat der Kunde extra, nur um das zu testen, Drogen genommen und sich das Album dann auf Drogen angehört? Weil wenn das stimmt, dann... Oh, dann sieht's echt nicht gut aus fürs Album. Nicht mal auf Drogen. Natürlich auch viele verschiedene Drogen. Es gibt ja mehrere. Und wenn das alles nichts hilft, ey, dann... Und vieles ist auf Drogen angenehmer. Zum Beispiel, wenn man sich anpisst. Aber nicht mal das? Das kann man nicht Musik nennen. Habe es meinem Kind zum Geburtstag gekauft und muss sagen, dass es die absolute Geldverschwendung war. Keine gute Stimme, keine Ohrwürmer dabei. Mein Kind will's auch nicht mehr im Auto hören. Wenn die eigenen Kinderfans von Leon Mascher das eigene Album nicht mehr hören wollen... Dann sieht's echt nicht gut aus. Da könnte man doch wenigstens ein paar Mitleidssterne geben, oder? Der Arme, der hat voll schlechte Bewertungen. Mann. Alles nur Neider, die alle nun neidisch auf seinen Erfolg und sein Talent und seine Fans sind. Spendet die 20 Euro an UNICEF oder kauft euch mit dem Geld lieber eine billige Prostituierte. Danach habt ihr zwar AIDS, aber mindestens hattet ihr Spaß. Lohnt sich alles mehr als das zu unterstützen. Wirklich. Produktion und Moral sind auf unterstem Niveau. Ein Hund kann besser Reime bellen. Die Box ist keinen Cent wert. Er verarscht die 11-jährigen Fans, die ihn feiern. Einfach eine Möchtegern-YouTube-Star-Schwuchtel. Leider kann man nicht 0 Sterne geben. Ich wollte ja noch was Nettes zu dem Album sagen. Ja, nee. Ich glaube, das lasse ich einfach mal so stehen. Ich weiß nicht, ob ich mir das Album jetzt noch kaufen soll. Ich glaube, das sind alles echt nur Neiler. Also das Album ist bestimmt gut und die haben alle keine Ahnung. Ich meine, selbst die Kinder wollen es nicht mehr hören, aber... Ja. Ja, das war's mit diesem Video. Ich gehe jetzt mein eigenes Album produzieren, weil ich muss ja natürlich auch Deluxe-Boxen für 1000 Milliarden Euro rausbringen. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Dieses Album, ey. Haut rein, bis morgen beim neuen Video. Tschüss.